Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das ist sehr lieb von euch. Dieser Gangsterwalk, den ich gerade gemacht habe, das ist keine Absicht. Ich habe mir leider meinen rechten Fuß lädiert. Habe ich kaputt gemacht. Ja. Wisst ihr wie? Ihr kennt doch diese Snackautomaten, oder? Hat überhaupt nichts mit dieser Geschichte zu tun. Nein. Nein, ich bin ehrlich. Ich hab Basketball gespielt. Ja. Basketball gespielt und bin auf dem Fuß eines Mitspielers aufgekommen. Dann hat's Knack gemacht. Oder in meinem Fall Kanack. Und über sowas lacht ihr? Das ist gut. Ihr seid mein Publikum. Nein, es ist alles, es ist eine andere, ich möchte jetzt nicht so lange über meinen Fuß erzählen. Es ist eine andere Geschichte. Erzähle ich euch, am 4.5. bin ich nächstes Jahr auch hier in der Lanxess. Sondern ja, es ist wirklich, ich möchte über was ganz anderes. Also auf jeden Fall hat der Arzt zu mir gesagt, Herr Jana, es wäre ganz gut, wenn Sie ein bisschen, wenn Sie einen Osteopathen besuchen. Der massiert Ihnen diesen Fuß ordentlich durch. Und ich war beim Osteopathen das erste Mal in meinem Leben, der hat alles massiert außer diesem Fuß. Also, hab ich mir gedacht, pass auf, ich mache einfach eine Massage. Ganz einfache Massage. Dann hab ich gedacht, Thai-Massage. Die massieren auch alles. Kann ich euch empfehlen. Das einzige Problem wird wahrscheinlich sein, einen Termin zu bekommen. Weil die können meistens nicht so gut Deutsch. Ich habe da angerufen, hallo. Hallo? Hallo. Thai-Massage, guter Tag. Hallo. Mein Name ist Jana, ich hätte gerne einen Termin. Oh. Wir machen keinen Termin, wir machen Massage. Ja, genau. Ich hätte gern einen Termin für eine Massage. Nein, nein, wir machen nur Massage, wir machen keinen Termin. So, jetzt hatte ich zwei Möglichkeiten, Leute. Entweder ich konnte auflegen und jemand anders anrufen für eine Massage. Oder ich rede auf eine Art und Weise mit der Frau weiter, so dass sie mich versteht. So, jetzt kommen wir auf ganz dünnes Eis. Ich weiß. Jetzt ist die Frage, ist das politisch korrekt oder nicht? Aber da frage ich euch mal selber. Wenn euch ein Ausländer nach dem Weg fragt, okay, der will den Weg wissen zum Hauptbahnhof, der kann nicht so gut Deutsch, und er sagt, Schuldigeln, wo geht Hauptbahnhof? Antwortet ihr in eurem perfekten Deutsch? Oder fangt ihr auch an, so ein bisschen so wie er, du gucken, passen auf. Also, okay, ich nehme mal an, ihr macht das, was ich auch mache. Ihr wollt dem Mann helfen, oder? Es geht darum, dass er euch versteht. Es geht nicht darum, wer besser Deutsch kann. Wenn ihr dem sagt, ja, nehmen Sie doch die Straßenbahn, müssen Sie Kurzstrecke vorher lösen und dann gehen Sie links runter über die Fußgängerbrücke und dann sind Sie da am Hauptbahnhof, dann sagt er auch, ich frage jemand anderen, du Arsch. Du redest wahrscheinlich so, dass du willst ihm doch helfen. Also sagst du, du gehst links, rechts, andere Seite, Hauptbahnhof. Und er sagt, danke. So. Es geht um Kommunikation. Also habe ich zu der Frau gesagt, ich hätte gern einen Massage. Und sie sagte, ja, sag doch gleich. Weißt du? Welche Massage du wolle habe? Oh, ich weiß nicht. Welche Massage hast du? Ich habe alle Massage. Ich habe Ayurveda-Massage, Lomi-Lomi-Massage, Hot Stone-Massage. Oh, du hattest viele Massage. Ich kann mir nicht entscheiden. Okay, du entscheidest, wann du kommst. Wann du wolle komme? Ich habe ganzen Tag sein. Wann kann du? Wir können machen 11 Uhr, 13 Uhr, 3 Uhr, 15. Moment, was hast du gerade gesagt? 3 Uhr 15? Das ist eine komische Uhrzeit. Meinst du 3 Uhr 15? 15 oder 3? 3 oder 15? 3 oder 15, beide dasselbe. Du bist noch nicht lange in Deutschland, ha? Huh? Entschuldigung, hast du recht? Ich komme 3 Uhr. Oder 15.
Hast du die Adresse? Ich habe Adresse. So kurz vor drei war ich an der Adresse, hab geklingelt, Gegensprechanlage. Was hast du? Ja, was hast du? 3 Uhr oder 5. Ich kam rein in einen netten, asiatisch angehauchten Raum, überall Räucherstäbchen, schöne asiatische Musik. Dann hörte ich die Frau, was hast du? So, ja, was hast du? Ich habe sie gehört, aber nicht gesehen. Das war total verwirrend. Wo sind Sie, was hast du? Ich kann sie nicht sehen. Hier unten. Oh, das war so eine kleine Frau, die habe ich übersehen. Die stand hinterm Tresen. Ich habe eigentlich nur ihre Frisur gesehen. Hallo? Was hast du? 3:15 Uhr, was hast du? Hast du die NC der Weiße? Ich habe nie. Bist du hart oder sanfte, was hast du? Ich dachte, kleine, zierliche Frau hat nicht viel Kraft. Ich nehme die harte Massage. Ich hätte nie nehmen sollen. Das war sehr harte Massage. Ich musste abklopfen, wie beim Wrestling. So, ah, ah! Weil der harte Massage! Aber tut gut. Tut dem Körper gut, tut dem Ganzen. Es gibt so einige Dinge. Ich bin echt froh, dass ihr diese Nummer belacht habe, weil ganz im Ernst, die letzten Jahre waren total verunsichernd für mich. Diese ganze Vogue-Diskussion, die in den letzten Jahren ankam, pff, ich dachte, ach du Scheiße, habe ich noch eine Karriere? Darf ich jetzt noch andere Figuren spielen oder ist das kulturelle Aneignung? Ich wusste es nicht mehr. Die Vogue-Diskussion ist absolut wichtig, gar keine Frage, Leute. Ich habe mich auch überprüft, aber ich kann nicht anders, Leute. Ich kann nicht anders, als die Leute, die einen Akzent oder einen Dialekt haben, nachzumachen. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich habe so einen Spiegelreflex. Dankeschön. Ist für mich eine Liebeserklärung, sage ich euch ganz ehrlich. Ich liebe Akzente und Dialekte. Und ich merke manchmal gar nicht, dass ich die nachmache, noch während ich vor der Person stehe, die den Akzent hat. Leute, ich kann doch nicht mal in ein indisches Restaurant gehen. Der Kellner kommt zu mir. Was kann ich Ihnen bringen? Und ich versuche nicht mit dem Kopf. Ein Mangolasche! Es ist wirklich ein Problem für mich. Mein Arzt hat mir Yoga empfohlen für diesen Fuß. Aber Yoga, meine Frau hat mich mal mitgenommen zum Yoga. Und ich darf da nicht mehr hin, weil Yoga-Lehrerin hat nur angefangen mit indischen Begriffen. Und da kam der innere Inder in mir durch. Die Leute nehmen Yoga schon ernst. Die können so einen Spaßvogel wie mich da nicht gebrauchen. Da sagt die Lehrerin, so, jetzt machen wir die erste Stellung. Wir machen Uttanasana. Und meine Frau schaut mich an. Wehe. Der hat Uttanasana gesagt. Jetzt machen wir Shavamana. Shavamana! Bei der nächsten Stellung hat es mich zerrissen. Jetzt machen wir Adum. Sande, Rampande, Fandagadandagadandan. Das ist ein Problem, Leute. Das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem für mich. Aber ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige. Ihr seid genauso. Ihr wollt mit den Leuten kommunizieren, egal auf welchem sprachlichen Niveau. Und das, finde ich, ist ja eigentlich freundschaftlich nett gemeint. Wenn mich einer nach dem Weg fragt, dann fange ich auch an. Ich merke das wirklich nicht. Ich fange an. Neulich hat mich so ein französisches Touristenpaar, ich war hier auf der Domplatte, die haben mich nach dem Weg gefragt, zum Hauptbahnhof. Und ich habe es noch nicht mal gemerkt. Und ich wurde automatisch zum Franzosen. Weil der Mann hat mich so, also, excusez, monsieur, wir haben uns verlaufen. Wir suchen
direkt zu dem Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. D'accord? Und während er die ganze Zeit gesprochen hat, habe ich intensiv mitgefiebert, dass er die richtigen Worte findet. Ich habe ihn die ganze Zeit so angeschaut. Und als ich geantwortet hatte, habe ich nicht mehr gemerkt, dass ich genau wie er pass auf, der Hauptbahnhof, ist hier ganz in der Nähe. Er schaute mich irritiert an. Schaute die Frau an. Die Frau schaute mich an. Passanten kamen vorbei. Ah, ich weiß, pass auf. Der Hauptbahnhof ist auf anderer Seite. Du gehst über die Straße, kommt ein großer Platz mit einem Uhr und das ist der Hauptbahnhof. D'accord. Er war total irritiert. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Franzose? Vous parlez français? Non. Aber Sie sprechen wie ein Franzose. Warum machen Sie das? Ich weiß nicht. Ich weiß, Sie sind ein Arschloch, ne? Ich kann nichts dagegen machen, Leute. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin froh, dass wir uns heute so treffen können, weil vor 2 Jahren dachte ich, ich wusste nicht, ob das nochmal so möglich ist, wegen Corona. Corona ist echt ein Motherfucker gewesen für uns alle, oder? Das war wirklich eine absolut üble Geschichte. Ich bin ehrlich zu euch, ich habe Corona am Anfang nicht ernst genommen. Ich sag, mir doch scheißegal, was da hinten in China passiert. Und dann kam der Virus zu uns und dann kamen diese ganzen Maßnahmen. Ich bin wirklich ehrlich zu euch, ich kann bis heute die Maßnahmen nicht so gut einhalten. Ich weiß nicht, wie viel 1,50 Meter Abstand sind. Ich bin ehrlich zu euch. Ist ja keine gängige Größe, oder? 1,50 Meter. Ich weiß, wie viel 20 Zentimeter sind, aber 1,50 Meter. Was denn? So eine Handbreite. Wo ist euer Problem? Ist einer von uns in den Supermarkt gegangen mit dem Zollstock, da sind nur 1,10 Meter. Dann kam die Maskenpflicht, hatte für mich Vor- und Nachteile. Vorteil, mich hat niemand mehr erkannt. Nachteil, mich hat niemand mehr erkannt. Nicht das, was ihr denkt. So Promi-Bonus. Wisst ihr, was das Schönste dran ist? Von meinen Fans und Fansinen erkannt zu werden? Fansinen, muss ich das nicht gendern, oder was? Ich versuche nur up-to-date zu bleiben, Leute. Das Schönste dran ist, wenn ihr mich erkennt, dass ich mir Sprüche erlauben darf, für die jeder andere auf die Fresse kriegt. Ja? Wenn ihr mich anspricht, ey, geil, was geht? Kann ich sagen, ey, pass auf die Fresse, du kommst nicht. Und ihr... Es ist... Schön, weil ich kenne euch ja gar nicht. Und dann kann ich wildfremden Menschen, da kann ich irgendwie Blödsinn mitmachen. So. Und ich, das ist gut für einen Typ wie mich, weil ich kann keine Situation unkommentiert lassen. Kann ich einfach nicht. Ich muss immer einen dummen Spruch bringen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin im Supermarkt. Eine ältere Dame will an mir vorbei. Entschuldigung, könnt ihr ein bisschen zur Seite? Ich komme mit meinem Wagen hier nicht durch. Ich kann nicht einfach sagen, ja bitte, ich muss irgendwie einen dummen Spruch so, haben Sie eine Erlaubnis? Okay, kannst jetzt keinen Comedy-Preis mitgewinnen, aber es reicht dafür, dass die Frau irritiert ist und mich anschaut. Ich will ja nur eine Reaktion, sie... Sie, ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Sehr witzig. Und dann rollt die weiter. Und dann kam die Pandemie, die Maskenpflicht. Ich habe teilweise vergessen, dass ich eine Maske auf hatte. Ich habe vergessen, dass die Leute mich gar nicht erkennen. Keine Mimik, keine Ironie. Dieselbe Situation. Könnten Sie ein bisschen zur Seite? Haben Sie eine Erlaubnis? Hier ist mein Behindertenausweis. Das hat mir leid getan. Pandemie war echt zum Kotzen, ey. Die meisten Jobs habe ich abgesagt. Ich hatte Angst gehabt zu fliegen. Meine Tour wurde gecancelt. War echt keine einfache Zeit. 2, 3 Jobs habe ich dann doch angenommen, bin von Zürich nach Köln geflogen. Das war echt ein seltsamer Flug, das war im August 2020. Wir mussten alle die FFP2-Maske tragen. Die Zweier, wo du kaum Luft gekriegt hast. Hörst dich an wie Darth Vader. Der Flieger war total ruhig, alle waren nervös. War das jetzt eine gute Idee zu fliegen? Nur ein Typ war die ganze Zeit am Lachen. Ist die ganze Zeit weggepisst.
Der saß dann noch in meiner Reihe. Ich saß am Gang, er am Fenster. Hat den Laptop aufgeklappt und hat sich irgendwas Lustiges angeschaut. Und da wirst du neugierig. Hey, was guckt sich der Vogel da an? Hab ich so rüber gelunzt. Wisst ihr, was der sich angeschaut hat? Mich. Der hat sich eine Comedy-Nummer von mir angeschaut und hat nicht gemerkt, dass ich neben dem saß. Weil ich hatte ja eine Maske auf. Und ihr wisst, ich kann sowas nicht unkommentiert lassen. Also habe ich die Maske abgezogen und ihn gefragt, entschuldigen Sie bitte, ist das eine Raubkopie? Ich wünschte, ich könnte euch seinen Gesichtsausdruck beschreiben. Aber er hatte ja eine Maske auf. Aber ich glaube, er hatte sich sehr erschrocken, weil er hat die Maske quasi eingeatmet. Sie verschwand in seinem Hals. Und vor lauter Schreck sagte er auch noch, ja! Ich sagte ihm, kauf dir ein Ticket für die Show, dann sind wir quitt. Der arme Kerl, der kann sich nie wieder eine Raubkopie anschauen. Total dramatisiert. Oder er hat sich gedacht, was immer er sich anschaut, das materialisiert sich neben ihm. Weil danach hat er sich nur noch Pornos, sehr unangenehm. Aber ich, im Ernst, Leute, ich bin froh, ist das Ganze relativ vorbei, würde ich sagen, oder? Es ist ja, ich sehe Licht am Ende des Tunnels, ich muss... Oder? Ich hoffe, es kommt kein Tunnel am Ende des Lichts. Ich weiß noch nicht mal, bei welcher Variante wir sind. Ich bin ein bisschen raus aus dem Corona-Game. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich weiß nicht, welche Variante. Als sie umgestellt haben auf irgendwelche altgriechischen Buchstaben, da haben die mich verloren. Alpha, Beta, Gamma, UEFA, FIFA, what the fuck? Ich habe keine Ahnung, wo wir... Ich fand's noch besser, als ihr sagten, britische Variante, südafrikanische Variante. Da wusstest du, okay, ich wollte schon immer mal einen Städtetrip nach London, aber die mutieren da gerade. Ich halt die Füße still. Wisst ihr noch, was die Delta-Variante war? Das war die indische Variante. Die Inder sind dran schuld, dass wir altgriechische Varianten bekommen haben. Ich habe eine Vermutung, warum. Keiner wollte den indischen Gesundheitsminister hören. Wie der sagt, oh, wir haben eine Variante. Es hätte der Sache nicht gedient. Nein, Leute, ich will auch nicht allzu lange auf diesem Thema rumreiten. Ich will einfach nur sagen, ich bin froh, dass wir uns so treffen können. Ich will einfach nur eins wissen, ganz im Ernst. Ich will nur eine Sache wissen. Ich bin mir sicher, ihr auch. Wie ist dieser bescheuerte Virus entstanden, der uns 3 Jahre jetzt terrorisiert hat? Wir wissen noch nicht alle Antworten. Dafür brauchen wir die Chinesen, aber die helfen uns nicht. Wir fragen die, sag mal, wie konnte das passieren? Huh? Wie ist dieser Virus entstanden? Ich war, nee. Da Wuhan, war Tiermark, warum willst du da wissen? Wir wollen wissen, wie das, damit es vielleicht in Zukunft, ach, egal, Virus kommt, wie du geht. Können wir ein paar Virologen zurück? Na, da geht nichts. Warum nicht? A Lockdown. Kann man nichts machen. Aber ihr gebt ja Massage. Nein, ich, sorry, das war albern. Aber jetzt mal im Ernst, Leute. Wir wissen die Antworten nicht. Wir kennen so ein paar Fakten. Ich habe letztes Jahr einen Artikel gelesen. Dieser Virus, der Coronavirus, kommt unter anderem auch in dem Anus einer Fledermaus vor. Stellt sich keiner von euch Fragen, wenn er sowas in dem Anus einer... Erstens, wer hat danach gesucht? Wer? Welcher Virologe wacht morgens auf und sagt, ich weiß, wo ich schauen könnte. Wie kommt der Virus da rein? Und wie kommt er? Wie wird der Virus auf den Menschen übertragen, von dem Anus einer Fledermaus? Weil so ein Arsch fliegt dir nicht einfach ins Gesicht, oder? Komm, du gehst nicht einfach die Straße. Das war der Arsch einer Fledermaus. Ich hab noch nie eine Fledermaus rückwärts. Yeah!